Oregon City 2002. Zwei große Papierfabriken, die 20 Meilen südlich von Portland liegen, sonst gibt es hier fast nichts. Oregon City erleidet das gleiche Schicksal wie so viele Industriestädte Amerikas. Die Stadt ist ziemlich runtergekommen. Und die meisten wollen nicht hierher ziehen. Es ist halt eine richtig arme Arbeiterstadt. Die Mütter von Ashley Pond und Miranda Geddes sind alleinerziehend und kümmern sich um eine große Familie. Die Familien Pond und Geddes lebten in einem Wohnblock am Stadtrand. Dort wohnten viele alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern. In beiden Familien regierten gewalttätige Männer und beide Männer waren zudem noch schwer kriminell und in Haft. Die 12-jährige Ashley und ihre 9-jährige Schwester Mariah sowie ihre 13-jährige Freundin Miranda sind zusammen in der großen Arbeitersiedlung bekannt. Unsere Mutter war alleinerziehend und kümmerte sich um uns, wenn sie Zeit hatte. Es war schwierig und hart, weil andere Kinder beide Elternteile hatten, wir aber nicht. Am Morgen des 9. Januar verlässt Ashley Pond die Wohnung und geht zur Haltestelle des Schulbusses. Es ist ein kurzer Weg, nur eine Straße von der Wohnanlage bis zum Bus. Doch als der Bus vorfährt, ist Ashley verschwunden. Am Anfang, als sie verschwunden war, dachten wir, dass sie einfach weggelaufen war. Es gab zu der Zeit viele Probleme in ihrem Leben. Doch über eine Woche später hatten wir immer noch nichts von ihr gehört und keiner hatte sie gesehen. Da wussten wir, dass etwas nicht stimmte. Als Ashley Pond verschwunden ist, sprach sie schnell herum. Zudem hatte die Oregon City Police eine Pressemitteilung herausgegeben. Nach einiger Zeit kam der Begriff Entführung ins Spiel und dann haben wir das FBI eingeschaltet. Um 7.30 Uhr an diesem Morgen hat sie ihre Wohnung in den Newell Creek Apartments verlassen und ist einfach verschwunden. Es gab keinen Tatort und keine Hinweise auf eine Entführung. Aber sie wurde nie wieder gesehen. Dann, am 8. März, verschwindet auch plötzlich Ashleys beste Freundin, Miranda Geddes, spurlos. Und beide Fälle wiesen Parallelen auf. Auch Miranda lebte in dem Wohnblock. Auch sie verließ um 7.30 Uhr die Wohnung. Und auch Miranda wollte zum Bus. Und wie Ashley kam sie an der Haltestelle nie an. Mirandas Mutter Michelle sucht ihre Tochter in der ganzen Stadt. Doch die 13-Jährige bleibt spurlos verschwunden. Als wir die Polizeiwache betraten, stand Michelle weinend am Empfang. Sie sagte, meine 13-jährige Tochter ist verschwunden. Ich kann sie nicht finden. Auf der ganzen Wache wurde es plötzlich still. Alle schauten auf das Poster der verschwundenen Ashley, welches an der Wand der Polizeistelle hing. Die Gedanken, die einem in so einem Moment durch den Kopf gehen, wo ist sie, was ist passiert mit ihr und mit wem könnte sie zusammen sein, das ist einer der schlimmsten Momente, die man sich nur vorstellen kann. Ich bekam Panik. Ich hatte keine Ahnung, wo sie ist und ich konnte nichts tun. Da jetzt zwei Mädchen vermisst werden, stellen das FBI und die Polizei eine Sondereinheit zusammen. Die Kommandozentrale befindet sich auf der Feuerwache. Staatsanwältin Christine Landers ist vom ersten Tag an dabei. Nach Mirandas Verschwinden war die unmittelbare Schlussfolgerung, dass es hier um Mord geht und wahrscheinlich um zwei Morde. Offensichtlich wurden sie beide von der gleichen Person entführt, denn es gab eine Verbindung zwischen den Mädchen. Doch ohne forensische Beweise und ohne Augenzeugen gibt es für die Sondereinheit eine enorme Auswahl an möglichen Verdächtigen. Eine der Aufgaben war es, alle Sexualstraftäter in der Umgebung zu identifizieren. Es gab über 900 in einem Umkreis von 200 Kilometern. Andere Teams mussten alle Personen befragen, die in dem Wohnblock lebten. Aber nicht nur diejenigen, die dort gemeldet waren. Besucher und Personen, die nicht auf dem Mietvertrag standen, mussten ebenfalls identifiziert werden. Wir haben alle aufgenommen, Lieferpersonal und alle anderen, die nur aus irgendeinem Grund auf dem Gelände gewesen waren. Natürlich haben wir auch Freunde, Verwandte und Kollegen der Opfer unter die Lupe genommen. Und es gab tatsächlich einen, den beide kannten, Ward Weaver. Das Haus des 39-jährigen Ward Weaver befindet sich in der Nähe der Straße, die zu den Wohnungen der Mädchen führt. Er lebt dort mit seinem 20-jährigen Sohn Francis und seiner 12-jährigen Tochter Mallory.
Ashley und Miranda sind beide mit Mallory befreundet und regelmäßige Besucher in Ward Weavers Haus. Er war für Miranda und Ashley wie eine Vaterfigur. Er gab Tipps und Ratschläge, spielte mit ihnen, so wie ein Vater es tun würde. Er war für die meisten der coolste Vater in der Nachbarschaft und alle sind gerne bei ihm zu Hause gewesen. Anfang Juni bekommt Reporter Jim Redden einen Tipp von jemandem, der der Familie Pond nahesteht. Diese Person glaubt, der Entführer von Ashley und Miranda könnte der sogenannte coole Nachbarschaftsvater Ward Weaver sein. Ward Weaver machte einen aufgeregt und angespannten Eindruck, als ich ihn das erste Mal besuchte, was aber nicht ungewöhnlich ist. Er schien ein normaler Typ zu sein. Man konnte ihn sich im Garten beim Grillen mit einem Bier in der Hand vorstellen. Also ein Typ, mit dem man einen Nachmittag verbringen könnte. Wir setzten uns in sein Wohnzimmer und haben eine Weile geredet. Er schien immer nervöser zu werden, bis er schließlich sagte, soll ich Ihnen etwas verraten? Ich bin der Hauptverdächtige in der Ermittlung des FBI. Weaver besteht darauf, unschuldig zu sein. Redden veröffentlicht seine Geschichte und das Interview in der Zeitung. Danach beginnt er, in Weavers Vergangenheit zu graben. Doch er ahnt nicht, dass die Sondereinheit gerade das Gleiche tut. Beide machen eine schockierende Entdeckung. Bei der Untersuchung kam heraus, dass sein Vater gerade eine lebenslange Strafe wegen Mordes und Vergewaltigung absitzt. Ward hatte eine gewaltsame Vergangenheit. Er war wegen Körperverletzung in Kalifornien verurteilt worden. Er ist einfach ausgeflippt und hat die Frau, mit der er zusammen war, verprügelt. Aber das Schockierendste von allem, Ermittler finden heraus, dass Weaver ein mögliches Mordmotiv hatte. Die verschwundene Ashley hatte Ward Weaver der sexuellen Belästigung beschuldigt und ab diesem Zeitpunkt begannen sie sich zu hassen. Wegen solcher Geschichten tauchte sein Name immer wieder bei Ermittlungen auf, auch wegen des stetigen Kontakts mit den verschiedenen Freunden seiner Tochter. Doch all das reichte nicht für einen Durchsuchungsbefehl. Doch nicht nur die Ermittler haben großes Interesse an Ward Weaver. Dank der Berichterstattung des Journalisten Jim Redden ist er auch in den Medien permanent präsent. Nein, Channel 2 ist gerade bei mir. Es ist Ward Weavers eigene Vergangenheit, die die Alarmglocken bei den Familienangehörigen läuten lässt. Weaver genießt das Medienspektakel und lässt sich von jedem interviewen. Das hing davon ab, wie viele Mädchen hier waren. Wie gesagt, ich habe einige riesige Partys geschmissen. Doch als Informationen aus seiner Vergangenheit ans Licht kommen, halten immer mehr Einwohner Weaver für einen Mörder. Und auch sie erscheinen im Fernsehen und machen Anschuldigungen. Er hatte Ashley rausgepickt und überschüttete sie mit Geschenken. Ich glaube nicht, dass Ashley entführt wurde. Ich möchte, dass sie jede noch so kleine Ecke des Hauses untersuchen. Es gibt eine Seite dieser Geschichte, die nicht erzählt wurde. Er hatte mich mehrmals mit einer gusseisernen Pfanne geschlagen, während ich schlief. Es ist ein Albtraum. Seine Präsenz im Fernsehen hat die Situation eskalieren lassen. Das Interesse wurde größer. Weavers Haus wird zum speziellen Objekt vielschichtiger Begierden, als gemunkelt wird, er habe die Leichen der Mädchen auf seinem Grundstück begraben. Auch die Ermittler haben es im Visier. Doch Beweise oder ernste Hinweise gibt es nicht und somit auch keinen Durchsuchungsbefehl. Während eines Interviews führte er einen der Journalisten durch sein Haus. In der Küche lehnte er sich an eine Gefriertruhe, in der wir die Leiche von Miranda vermuteten. Doch die meiste Aufmerksamkeit zieht eine Betonplatte im Hof von Weavers Haus auf sich. Er behauptet, sie sei das Fundament für einen Whirlpool. Doch viele halten es für eine Grabstelle. Die Geschichte verselbstständigte sich. Nachdem seine Vergangenheit ans Tageslicht kam, wurde er für viele zum Hauptverdächtigen. Manche hinterließen Schilder in seinem Haus und auf der Betonplatte mit der Aufschrift »Grab mich aus«. Die permanente Aufmerksamkeit belastet die Weaver schwer. Im Spätsommer entscheidet er sich, nicht mehr Teil dieser Geschichte sein zu wollen. Er wollte die Stadt verlassen. Er hat seinen Job gekündigt und erzählte Freunden und Verwandten, dass er wegziehen würde, da er nicht mehr im Rampenlicht stehen wollte. Am Abend des 13. August ist Weavers Auto voll beladen und startklar. Sein Sohn Francis und dessen Freundin Randy haben ihm beim Packen geholfen.
Er wollte gerade wegfahren, als es dann plötzlich aus ihm herausbrach. Er griff unvermittelt Randy in seinem Haus an. Er wollte sie vergewaltigen und erwürgen. Irgendwie konnte sich Randy aber losreißen und fliehen. Sie wollte ihm entkommen und lief in einen Duschvorhang gewickelt aus dem Haus. Sie hält einen vorbeifahrenden Autofahrer an. Als sich Weaver Minuten später im Auto davonmachen will, umstellt ihn die Polizei. Seine Festnahme wird von einem Nachrichtenhubschrauber gefilmt. In seinem Auto war er fast schon am Ende der Straße. Sie kamen gerade noch rechtzeitig. Weavers eigenes gewalttätiges Verhalten ist für die Staatsanwaltschaft ein Segen, denn nun endlich bekommt sie den lang ersehnten Hausdurchsuchungsbefehl. Am 23. August 2002 beginnt die Suchaktion auf seinem Grundstück. Denn hier vermuten sie die Leichen von Ashley und Miranda. An diesem Morgen haben wir uns alle in der Kommandozentrale getroffen. Wir alle wussten, der Fall würde an diesem Tag ein Ende finden oder zumindest seinen Höhepunkt erreichen. Ich habe die anderen Ermittler und Kollegen angerufen und sagte ihnen, heute besuchen wir die Grabstellen der Mädchen. Die Suche hat den ganzen Tag gedauert. Zuerst haben wir die sterblichen Überreste von Miranda gefunden. Ihre Leiche wurde im Schuppen entdeckt, in einem erstaunlich kleinen Pappkarton einer Mikrowelle. Sie war sozusagen in der Embryonalstellung und ihre Arme waren um die Beine geschlungen. Von diesem Moment an brach ein Medienzirkus über uns herein. Wir Journalisten und andere interessierte Menschen konnten die Szenerie von einem kleinen Hügel gegenüber der Straße beobachten. Als die erste Leiche entdeckt wurde, haben die Leute nach Luft geschnappt, so als wären sie sehr überrascht. Heute Nachmittag um 16.15 Uhr wurden die Überreste, die gestern geborgen wurden, vom Gerichtsmediziner identifiziert. Es handelt sich um die Leiche von Miranda Geddes. Zwei Tage lang untersucht das Sonderkommando sorgfältig jeden Zentimeter des Grundstücks. Ashleys Leiche lag unter der Betonplatte. Man kann nicht einfach einen Presslufthammer nehmen und bohren. Jedes Gramm Erde muss durchsiebt werden. Jede neue Schicht muss neu unter die Lupe genommen werden. Als sie die Betonplatte schließlich entfernt haben, begannen sie zu graben und fanden drei 200-Liter-Fässer. Und Ashley war in einem davon. Ashley wurde seit fast 8 Monaten vermisst, Miranda seit 5. Ich habe viel geweint und sagte ständig, dass es nicht wahr sein konnte. Offensichtlich war es passiert, aber ich konnte es nicht akzeptieren. 5 Monate lang haben wir gehofft. Es war so irgendwie unwirklich. Also ich habe draußen gestanden und mir alles angeschaut, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Es konnte nicht Miranda sein und das alles war gar nicht passiert. Ich habe nicht geweint und nichts gesagt. Weaver wird in 17 Punkten angeklagt, darunter auch die versuchte Vergewaltigung der Freundin seines Sohnes und die sexuelle Belästigung von Ashley, als sie noch gelebt hat. Die meisten Anklagepunkte beziehen sich auf die heimtückischen Morde an Ashley und Miranda. Wir wollten die Jury dazu bringen, die Todesstrafe zu verhängen. Das Beweismaterial scheint zur Überführung ausreichend. Dennoch bleiben wichtige Fragen ungeklärt. Es war eine merkwürdige Situation. Denn auf der einen Seite waren zwei Leichen, die auf seinem Grundstück gefunden wurden, eine unter einer Betonplatte und eine im Schuppen. Aber ansonsten gab es keine Beweise, die ihn mit den Morden in Verbindung brachten. Es mag komisch klingen, aber es wurde weder geklärt, wann genau er die Mädchen ermordet hat, noch wie er sie getötet hat, noch was er mit den Leichen getan hat, bevor sie gefunden wurden. Am 4. Oktober 2002 erscheint Walt Weaver bei seiner Anklage im Gericht per Videoübertragung aus dem Gefängnis.
Er plädiert auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Ich wollte ihn vernichten. Er hat 5 Monate lang zugeschaut, wie wir weinend um Hilfe gebeten haben. Im Fernsehen, in den landesweiten Medien, in den lokalen Nachrichten, überall. Er hörte und schaute zu, wie wir gelitten haben und wusste die ganze Zeit, wo sie zu finden waren und was passiert war. In Gewahrsam und auf seinen Prozess wartend beteuert Weaver weiter seine Unschuld und entwickelt seine eigenen Theorien über das, was wirklich passiert ist. Wie immer findet er Menschen, die sich das anhören möchten. Er durfte Besuch bekommen und die Medien sind davon ausgegangen, er würde mit ihnen reden. Also haben sie sich angemeldet und haben Kameras mitgebracht. Vor laufender Kamera haben sie sich zu ihm gesetzt und mit ihm gesprochen. Schon bevor es zur Anklage kam, wurde ich von der Öffentlichkeit beschuldigt und verurteilt. Ward behauptete, er habe eine Drogenbande in Oregon City bekämpft, die Drogen an Kinder verkauften. Und um sich an ihm zu rächen, hätten sie die Mädchen getötet und auf seinem Grundstück vergraben. Doch je mehr er erzählt, desto schuldiger sieht er aus. Sie haben eine große Sache daraus gemacht, weil ich Handschellen und Fesseln in meinen Nachttisch aufbewahrte. Er meinte, die Ermittler müssten ihm für seine beschlagnahmte Gefriertruhe Geld geben, weil er sie nun nicht mehr haben wolle. Jeder macht so ein großes Ding um meine Gefriertruhe, weil ich sie darin aufbewahrt habe, bis ich sie begraben habe. Er wollte einfach reden und gehört werden und die Leute würden ihm zuhören, weil er des heimtückischen Mordes beschuldigt wurde. Da sie Angst haben, Weaver könne sich durch seine Äußerungen selbst zum Tode verurteilen, raten ihm seine Verteidiger, nicht mehr mit der Presse zu sprechen. Doch er will nicht auf sie hören. Das veranlasste seine Verteidiger dann, ihr Mandat niederzulegen. Am 27. März 2003 stellen sie den Antrag, ihn nicht vernünftig vertreten zu können, da er ihrem Rat nicht folgen will. Es ist inzwischen 1 Jahr seit dem Morden vergangen. Als ihm neue Verteidiger zugewiesen werden, bitten diese das Gericht um ein weiteres Jahr Aufschub, um sich auf den Prozess vorbereiten zu können. Es gibt eine Reihe von Gründen, die einen Fall von Todesstrafe verzögern können. Das hier war der erste, aber bestimmt nicht der letzte Trick Weavers, den Prozess zu verschieben. Und ich sollte Recht behalten. Anfang 2004 verändert sich Weavers Verhalten dramatisch, und zwar nicht zum Besseren. Seine körperliche Erscheinung verschlimmerte sich dramatisch. Einst ein normal aussehender Mann sah er jetzt aus wie jemand, der extrem gestresst war, sehr runtergekommen. Er sah aus wie ein Psychopath. Er hat so getan, als würde er Stimmen hören. Er stopfte sich Toilettenpapier in die Ohren. Einmal steckte er es so tief hinein, dass er in die Klinik musste, um es entfernen zu lassen. Darauf stützte sich der Antrag seines Verteidigers, ihn in die staatliche Anstalt für geisteskranke Straftäter zu überweisen, um seinen mentalen Zustand untersuchen zu lassen. Das dauerte Monate. Der Richter erklärt Weaver für nicht verhandlungsfähig und setzt das Verfahren auf unbestimmte Zeit aus. 2 Jahre nach dem Verschwinden von Ashley und Miranda warten ihre Familien immer noch auf Gerechtigkeit. Solche Spiele habe ich nicht von ihm erwartet. Wenn man sowas in einem Film sieht, ist es immer glasklar. Der Täter wird verhaftet, es gibt Beweise und das war's. Verbrecher wie Ward Weaver wollen immer die Kontrolle behalten. Aber wenn sie in einem Strafprozess stecken, verlieren sie diese Macht. Sie haben keinen Einfluss mehr darüber, was, wann und wie geschieht. Das alles war sein Versuch, diese Macht wieder an sich zu reißen. Und das gelang ihm. 4 Monate später, am 25. August 2004, erscheint Weaver erneut vor Gericht. Unter starke Medikamente gesetzt, erklärt ihn der Richter nun für verhandlungsfähig. Doch bevor der Prozess beginnen kann, zaubert Weaver einen letzten Trick aus seinem Ärmel. Der Prozess sollte im Januar 2005 beginnen. Es war September 2004 und er ließ seinen Verteidiger Mr. Horner und mir einen Deal anbieten, wenn damit der Antrag auf Todesstrafe vom Tisch wäre. Er würde auf heimtückischen Mord plädieren.
Das würde ein True-Life-Urteil bedeuten, also lebenslange Haftstrafe ohne Chance auf Bewährung. Seine Tochter Mallory hat ihm ins Gefängnis geschrieben und er schrieb ihr zurück. Sie flehte ihn an, er möge den Prozess bitte ganz schnell beenden, damit sie als Zeugin nicht aussagen müsse. Wenn es eine Person auf der Welt gab, die Ward Weaver liebte, dann war es Mallory Weaver. Er wollte nicht, dass sie gegen ihn aussagen musste und daher, denke ich, warf er das Handtuch. Die Staatsanwälte entwerfen ein Abkommen, welches Weaver lebenslang hinter Gitter schicken wird. Aber bevor sie es ihm anbieten, bitten sie die Familien der Opfer um Erlaubnis. Wir waren uns einig, dass das, was wir ihm wünschten, nicht legal war. Eine solche Strafe gab es nicht. Obwohl sie Weaver tot sehen wollen, fühlen sich die Familien nicht in der Lage, einen langen Prozess durchzustehen. Sie willigen in das Abkommen ein. Und am 22. September 2004 plädiert Weaver auf schuldig des heimtückischen Mordes. Es war sehr schwer im Gericht. Wir wollten ihn verfolgen, ihn verletzen. Da sind so viele gemischte Gefühle. Da starrt man ihn an und fragt sich, wer dieses Monster ist. Und man versteht diese Person nicht, die wir schon so lange kennen. Wir kannten seine Kinder, wir hatten mit ihnen gesprochen. Es war sehr schwer, sich zur gleichen Zeit im Gerichtssaal zu befinden wie er. Er wird lebenslang hinter Gitter geschickt, ohne Möglichkeit auf Begnadigung. Wenn ich mir das ganze Ausmaß ansehe, was Sie hier getan haben, wissen Sie, ich sehe wirklich nichts außer Bösartigkeit. Aber Weavers außergerichtliche Einigung lässt viele Fragen offen. An dieser Stelle gibt es immer noch keine Informationen darüber, wie die Mädchen getötet wurden und warum. Die Leichen waren in einem solch fortgeschrittenen Stadium der Verwesung, dass selbst die inneren Organe keinen Aufschluss geben konnten. Die Absicht, der Grund, alles fehlt. 5 Jahre später, im Jahr 2009, entscheidet sich eine Frau herauszufinden, was wirklich mit Ashley Pond und Miranda Geddes geschah. Als Mariah älter wurde, wurde sie neugierig, was mit ihrer Schwester geschehen war. Und sie begann mit Ward Weaver im Gefängnis zu kommunizieren und fuhr sogar hin und traf ihn einige Male. Bei meinem 4. Besuch gab Ward zu, Ashley und Miranda entführt und beide getötet zu haben. Er behauptete, dass Ashley es verdient hatte und dass er kein bisschen Mitleid für sie empfand. Er zeigte Reue und weinte sogar, als er zugab, Miranda getötet zu haben. Er sagte, es täte ihm sehr leid, aber er dachte, dass sie ihn gesehen hatte, wie er Ashleys Leiche aus dem Haus schaffte. Ihm war bewusst, dass die Polizei ihm auf den Fersen war und Kenntnis davon hatte, was vor sich ging. Sie wussten, dass er Ashley und Miranda hatte. Daher beeilte er sich und schaffte Mirandas Leiche in den Schuppen, anstatt sie zu begraben. Er verbrannte Kleidung, Schuhe und Rucksäcke, um Beweise zu vernichten. Und er lachte nur. Ward Weavers Haus wurde abgerissen. Heute ist da nur eine leere Stelle. Ashley und Mirandas Mütter, Laurie und Michelle, zogen fort von Oregon City. Sie leben mit dem Wissen, dass ihre Töchter ihnen genommen wurden, von einem Mann, dem sie einst vertrauten. Jeder geht mit dieser Art von Tragödie anders um. Anfangs ist man zuversichtlich, sie kommt zu spät. Dann fängt man an zu hoffen, dass sie weggelaufen ist. Und dann realisiert man, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Es ist ein Prozess, die immer stärker werdenden Gedanken zuzulassen, dass das Schlimmste passiert ist. Aber wie wird man jemals fertig mit dem Verlust seines Kindes? Frau. No escape. Coming soon.